Es hat schon seinen Grund, dass die hier Molotow-Cocktails zur Verfügung stellen, ne? Und ich sehe gerade schon wieder neue Flaschen. Mensch, könnte ich mir ja direkt nochmal welche machen. Aber damit warte ich, bis ich mal wieder dahin zurückgehe. Nach nebenan. Muss er jetzt nicht schon wieder darüber rennen. Ich meine, wir haben ja noch welche. Okay, hier geht's nach oben. Ins K5. Da kommen wir quasi her, aber es ist ein abgetrennter Raum. Okay. Und da drüben ist auch nochmal ein bisschen was. Ach, sag bloß, wir kommen jetzt noch ins siebte Kellergeschoss. Ach ja, tatsächlich. Ist ja interessant. Es gibt sogar noch ein achtes und ein neuntes. Alter. Man kann es auch übertreiben, oder? Also, wie viele Geschosse gibt es denn hier? Ist ja Wahnsinn. Hammermäßig. Das wird dann wohl unser letzter großer Bereich sein hier, das Aufbereitungswerk, schätze ich mal so. So, sonst gibt es hier aber nichts auf den ersten Blick. Flipperautomat, yay! So einen Flipperautomaten haben sie noch nie gesehen. Warum? Leider ist der kaputt und kann nicht benutzt werden. Achso, du bist nicht in Bars groß geworden, ne? Na gut, lass uns mal nach unten gehen. Mehr Zombies, oder? Niemand. In Ordnung. Halt. Das hier hinten sieht nach einem Versteck aus. Nein, hier ist nichts. Doch, da oben. Okay, komme ich da hin? Nein, aber... Was ist das denn? Aber ich vermute, ich muss den Gabelstapler hochfahren. Da ist Platz für eine Batterie. Aha, ah ja, ich sehe es ja. Gut, wir brauchen also eine Batterie, um den Gabelstapler hochzufahren, um dann wiederum da oben ranzukommen. Mensch, so viel Heilkram hier, ist ja Wahnsinn. Die meinen es jetzt gerade mal ganz gut mit mir, habe ich das Gefühl. Aber momentan geht es ja. Pumpgun-Muni. Ja, die Pumpgun liegt jetzt natürlich ziemlich unerreichbar am Arsch der Welt rum. Kannst du hier lang gehen irgendwo? Ich könnte sie mir zumindest mal anschauen, damit ich weiß, dass sie hier liegt. So, damit es auf der Karte angezeigt wird. Das wäre dann vielleicht was, was ich mal abseits der Aufnahme wirklich mitmachen könnte, dass ich das ganze Zeug einfach zusammenbringe und ordne ein bisschen. Diese Steuerung regelt das Ein- und Ablassen von Wasser sowie die Rotation des Geländers. Okay. Ja, okay, dann machen wir doch einfach mal ein bisschen Wasser rein. Warum nicht? Okay, das ist natürlich sehr hilfreich. Obwohl, kommen wir jetzt hier drüben lang? Ich meine, hier schwimmen noch irgendwelche Kisten, oder? Prinzipiell ja, aber Rebecca ist nicht in der Lage, über dieses Geländer drüber zu gehen. Das wäre natürlich total kompliziert, sich da mal drüber zu schwingen, aber hey! Special Forces! Dann lass doch einfach mal hier drüben... Damit können sie jetzt nichts anfangen, okay. Muss ich das Wasser wieder ablassen, damit ich das drehen kann? Oder wie ist das? Nee, so rum geht's auch nicht, dann müssen wir das Wasser wohl wieder ablassen. Machen wir das doch mal. So wie es war, brachte es uns ja nicht viel. Von daher... Wobei, vielleicht, wenn sie einen großen Schritt machen kann... Naja, gut, egal. Wir schauen erstmal kurz mit dem Geländer, ob wir es jetzt bewegen können. Nein. Nein, können wir nicht. Okay, das ist natürlich total großartig. Nach rechts wahrscheinlich genau das gleiche, weil ich meine, es dreht sich ja auf beiden Seiten. Jo. Das war zu befürchten. Dann werden wir uns mal nach unten begeben. Ich verstehe zwar nicht, warum man das Ganze nicht benutzen kann, wenn die Kisten schwimmen, denn dann würden sie einfach nachgeben und zur Seite wegfloaten, aber... Ja, Spiellogik halt. Ist da irgendwo wer? Ach, das bin ich. Geh mal hier. Rebecca, kannst du mal auf die Kisten gehen?
So, vielleicht könnten wir ja die schwarze Kiste hier verschieben. Wäre das möglich? Ja. Ja, das war schon mal ein guter Anfang. Ich bin Arzt, kein Muskelmann. Okay, sie kann es nicht. Sie kann es nicht. Wir brauchen Billy sozusagen, oder was soll das heißen? Und die anderen können wir nicht verschieben. Ja, dann kommen wir hier offenbar nicht weiter momentan, weil wir Billy bräuchten, um die Kiste wegzuschieben, um dann wiederum das Gitter zu öffnen, um dann wiederum das Wasser einzulassen. Verstehe ich das jetzt richtig? Schauen wir mal auf die Karte. Haben wir noch andere Möglichkeiten? Hier ist eine Tür. In Blickrichtung? Ach, hier hinten. Die habe ich gar nicht gesehen. Siehst du mal. Ja, dann gehen wir doch einfach hier durch und lassen das Wasser mal Wasser sein. Okay, Billy muss also auf jeden Fall nochmal... Ups, zurückkehren. Was war das denn? Egel? Wahrscheinlich. Gut, und dann... Gehen wir einfach weiter. Die Egel haben mich jetzt total aus dem Konzept gebracht. Rebecca, where am I? You're safe now. Are you okay? What could have done this? They must have been used as test subjects in Marcus's research. He must have kept messing around with the mother virus. Billy? Ja, da waren wir wieder ein bisschen asynchron. Aber wir sind wieder vereint. Ist das nicht schön? Gibt's denn irgendwas bei unseren Freunden hier? Nein, ne? Ja, Billy hat immer noch mit seinen Flashbacks zu kämpfen. Wir sind also wieder zurückvereint und ich frage mich ganz ehrlich, wer hat Billy da auf dieses Gitter hochgehievt? Ich war es nicht. So, du bist schon hier gekommen, Rebecca? Oder wie sieht das aus? Denn hier ist er zu. Sie ist von der anderen Seite verschlossen. Die sieht aus, als ob sie der ultimative Ausgang aus dem Spiel wäre. Okay, sie will sich jetzt auch dieses Bedienfeld da nicht anschauen. Dann gehen wir doch einfach wieder. Jetzt haben wir ja Billy wieder und das bedeutet, wir können auch uns den Kisten widmen. Die Thematik, Billy muss irgendwann wieder zu uns stoßen, hat sich ja dann schneller erledigt als gedacht, muss ich mal so feststellen. Diese Egeldinger. Theoretisch könnte jetzt in Billy auch so ein Egelvieh drin sein. Er könnte jetzt auch infiziert sein. Wer weiß, wer weiß. So, das heißt, wir können jetzt auf jeden Fall mal... I'll check it out. Okay. Mit ihm nach runter gehen. So, gehst du? Ja, danke. So. Und er ist vielleicht ein bisschen kräftiger, denn er ist der Muskelmann und nicht der Arzt. Von daher sollte er die Kiste doch verschieben können. Oh ja. Das sieht gut aus. So, ich glaube, hier an der Seite kam ich gar nicht ran, ne? Nee, brauche ich aber auch nicht. Könnte ich eigentlich jetzt schon das Wasser einlassen, während Billy noch hier drin steht? Nee, ne? So, ich glaube, nach rechts müssen wir es drehen. Ich glaube, nach rechts war gewesen, dass es sich so umgedreht hat, wie wir es brauchen. Bin mir aber gerade nicht sicher. Ja, ja. So, probieren wir das mal. Ja, genau. So dachte ich mir das. Habe ich es doch richtig im Kopf gehabt. Gut, und damit ist Billy wieder dran. Stimmt, er hätte auch oben bleiben können, unten bleiben können mit ihm. Denn er kann vielleicht auch diese Kisten verschieben. Jawohl, sehr schön. Denn hier drüben nützen sie uns nichts. Wir müssen die hier zu einer Reihe formen, wahrscheinlich. Was ist das eigentlich für ein Gitter hier? Das habe ich mir auch noch nicht angeguckt. So, oder wir können auch gleich die schwarze Kiste nehmen. Okay, zu dem Gitter will er auch gar nichts sagen. Kann ich die denn gleich nehmen, um sie dahin zu schieben?
Oh, ich befürchte, die wird zu schwer sein. Kann das sein? Ich, ganz ehrlich, ich nehme gleich die andere Kiste. Ja. Ich werde gleich die andere Kiste nehmen, weil ich die Befürchtung habe, dass die hier einfach zu schwer ist, dass die nicht schwimmen wird. Geh mal drüber. Ich habe da vorhin nicht drauf geachtet, muss ich zugeben. Das heißt, ich weiß nicht, wie viel da jetzt dran ist, aber die anderen Kisten waren ja auch für Rebecca eigentlich nie ein Problem gewesen. Und nur die ist zu schwer. Und die klingt ja auch ganz anders, wenn wir sie durch die Gegend schieben. Ach Gott, das passt so nicht, ne? Ich glaube, ich habe es jetzt komplett versaut. Großartig. Habe ich mich mal wieder ganz grandios angestellt. So, da komme ich auch gar nicht mehr ran. Ich werde mal eine ganz kurze Unterbrechung der Aufnahme machen. Wir sehen uns gleich wieder. Ich muss erstmal ganz fix was erledigen und dann machen wir weiter mit der Aufnahme. Bis gleich. So, da sind wir wieder und ich werde jetzt nicht mehr allzu lang machen können, aber das Rätsel hier wollen wir noch fertig machen. Ich bin mal ganz kurz aus dem Raum gegangen, damit es alles wieder zurückstellt. Das ist erstmal falsch, was ich hier tue. Ich muss da erstmal mit Billy was verschieben, Mensch. So weit waren wir doch schon. Das wissen wir doch bereits. So, wir müssen auch diese Kiste erstmal irgendwie hier wegkriegen. So, das reicht auch schon. Weiter muss sie gar nicht. Möchtest du? Billy? 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 Danke. Sehr schön. Okay, und ich ahne gerade, dass dieses, diese kleine Ausbuchtung, warum gehe ich denn nach oben? Ich bin bescheuert. Diese kleine Ausbuchtung mit dem Gitter dort uns helfen können wird. Das ist so eine leise Idee, die ich habe, denn damit können wir, wir schauen mal. Damit könnten wir theoretischerweise Kisten woanders hinschieben. Achso, wobei, das Ding ist ja im Weg. Nee, das... Oh, echt jetzt? Komm schon. Weil es da 2 cm überragt. Das klappt doch nicht so, wie ich das dachte gerade. Na, mal schauen. Okay, Billy, du musst nochmal ran. Dein Typ wird verlangt. Und dann sollte es auch passen. Dann müssen wir das Ding also doch bis an die Wand schieben. Geht nicht anders. Aber, achso, ich sollte vielleicht auch Billy da wegnehmen. Nein. Na. So, jetzt nochmal. Billy hier drauf. So, Rebecca, walte deines Amtes. Lieder nach rechts. Sonst hätten wir Billy am Ende noch tot gequetscht. Das muss ja auch nicht sein. Gut. Sag ich mal so. Wir schieben erstmal, glaube ich, die schwere Kiste. Ich habe übrigens auch nochmal geschaut, diese Kiste schwimmt wirklich nicht. Die ist tatsächlich zu schwer. Wir schieben die erstmal nach ganz hinten. Da haben wir die nämlich erstmal aus dem Weg. Und jetzt passt das Ganze auch, weil ich hier noch nichts hin und her geschoben habe. So. Da stört die mich schon mal nicht mehr. Und jetzt können wir auch die hier rüberschieben. Ich will jetzt aber gerade noch mal schauen, ob ich die nicht vielleicht irgendwie ein bisschen angeschoben kriege. Denn die andere Kiste kriege ich da auf keinen Fall durch. Also ich muss eigentlich alles über die Seite, auf der ich jetzt gerade bin, hier regeln. Vielleicht schieben wir die einfach mal durch. So. Jetzt müssten wir... Passt du da nicht durch? Echt jetzt? Billy, Billy, Billy. Bist du so fett? So, jetzt müssen wir erstmal die ein Stück noch vorschieben, glaube ich. Soweit mein Gedanke. Jetzt passen wir immer noch nicht durch. Echt jetzt, Billy? So ausladend bist du doch nun auch nicht. So, jetzt können wir die nämlich ein Stück nach vorn schieben hier. Zwar nicht weit, aber so ein bisschen. Das reicht aber nicht für ihn, ne? Er ist immer noch zu breit. Aber wir können, wir können, wir können, wir können. Alter, du passt hier nicht durch. Na gut, egal. Wir schalten nochmal Rebecca zurück. Wir können doch jetzt das Gitter wieder drehen. Nach links.
dann wahrscheinlich. Genau. Und damit haben wir jetzt genug Platz. Wenn Billy nicht wieder der Meinung ist, einen Schwenkradius wie ein LKW zu haben. So. Wunderbar. Genau so habe ich mir das gedacht. Jetzt klettern wir erstmal hier drauf, um nicht im Weg zu stehen. Dann können wir wieder die Gitter öffnen. Ist eigentlich egal, wie rum wir es jetzt öffnen, oder? Ich meine, jetzt steht ja nichts mehr im Weg. Gut. Jetzt ist die letzte Kiste dran und mit der machen wir das ganze Spielchen noch einmal. Und dann sollten wir es haben. An sich nicht weiter schwer, man muss halt sich nur mal damit auseinandersetzen, vernünftig. Gut. Kiste in die Ecke. Zack. Nein, du sollst nicht wechseln. Mensch. Gleich auf mehrere Tasten gleichzeitig gekommen hier. Und jetzt schieben wir das Ding mal durch. Die müsste ich ja dann auch nicht mehr verschieben, irgendwie zur Seite oder so, ne? Das müsste doch eigentlich passen. Genau, wunderbar. Grandios. Dann holen wir Billy mal hier raus. Ich nehme mal an, der darf nicht hier unten sein, wenn wir das Ding fluten. Gut. Und Rebecca darf Wasser einlassen. Oh, wunderbar. Come on. Okay. Come on. Let's go. Let's roll. Weg da. Jetzt kommen wir hier ganz problemlos lang und können dieses Ventil einsammeln, wofür auch immer es sein mag. Ich glaube, wir hatten noch keine Stelle gefunden, an der wir das anbringen können. Zumindest kann ich mich nicht erinnern. Okay. Und damit habe ich noch Platz eigentlich? Nein, gar keinen Platz mehr. Damit würde ich sagen, werde ich die Aufnahme noch nicht beenden. Ich gehe mal sicherheitshalber noch nach oben wieder in unseren Safe-Raum, denn man weiß ja nie, ob nicht plötzlich jetzt noch irgendeine Überraschung wartet, wenn man zurückgeht. Ich werde noch kurz da hochgehen, dann werde ich aber wirklich die Aufnahme beenden. Und ich würde sagen, wir schauen uns wahrscheinlich den Rest des Spiels dann beim nächsten Mal an. Okay, sieht relativ ruhig aus hier. Das ist schön soweit. Ich gehe aber sicherheitshalber trotzdem nochmal den ganzen Weg zurück. Bevor ich mir da ganz sicher bin. Ich dachte gerade schon, was ist das denn? Genau, die Molotow-Cocktails können wir uns auch noch basteln. Es gibt also noch ein bisschen was, was ich vorbereiten kann hier, abseits der Aufnahme, bevor wir dann beim nächsten Mal weitermachen. Oh, sieh mal an. Ja, habe ich denn die Pistole in der Hand? Sicherheitshalber nochmal schauen. Ja, habe ich. Wo kommst du denn her? Der war vorher noch nicht da. Und der auch nicht. Nice, Billy, nice. Schöner Schuss. Aber er hat auch die gute Wumme. Er kann gut zielen damit, ne? So, ich glaube, unsere Pistolenmunition, die sehr zahlreich war, wird wohl relativ schnell wieder bei Null sein. Nicht so viel, Billy, nicht so viel. Nicht übertreiben. Okay, der zuckt auch, das heißt, wir können weitergehen. Okay, die Freunde haben es also auch geschafft hier, die Mitarbeiter vom Wasserwerk, und damit sind wir wieder zurück in unserem Safe-Raum, noch nicht ganz offenbar, aber wir müssen ja nur noch mit dem Fahrstuhl fahren. Hier sollte ja nichts sein, nein. Okay, dann fahren wir wieder hoch und warum fährst du denn alleine? Na gut, dann werde ich Billy gleich nachholen. Ist aber egal, die Abmoderation kann ich jetzt auch alleine machen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es dann heißt, wir vervollständigen das Wasserwerk. Und ich vermute, damit werden wir auch das Spiel beenden, denn wir haben schon wahrscheinlich den Endgegner vom Spiel gesehen, den Tyrant, dem sind wir schon begegnet. Den werden wir auf jeden Fall nochmal sehen. Ich glaube nicht, dass das schon alles war mit dem. Wäre seltsam.
Und dann bleibt noch der Mysterious Man. Also die zwei, denen müssen wir auf jeden Fall noch begegnen. Aber er hat ja schon gesagt, Playtime is over. Das heißt, beim nächsten Mal wird es wahrscheinlich richtig rund gehen. Und ich könnte mir vorstellen, dass wir dann das Spiel auch abschließen. Also seid gespannt und bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns.